Genau. Weil irgendwo das Piepse. Durch die Tür kommen wir gerade nicht. Bin immer noch anderes Spiel wieder gewöhnt. Noch so eine Krone haben, ey. Das finde ich irgendwie derb. Ich hab 10 blaue Steine, ey. Krank. Ja, man könnte auch ein blau rausmachen, ja. Ja, wäre auch was, ja. Guck mal, die beiden Dinger kann ich wegwerfen. Oder verkaufen dann. Aber wir haben ja gerade hier keinen Händler. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Genau, hier ist die Tür, wo wir noch nicht durchkommen. Das wir gucken mal hier nach. Nein, hier nicht. Ich wollte. Oh, hier gibt es eine Leiter. Wieso gibt es hier eine Leiter? Kann ich. Nee, das war kein. Oh, was war das gerade? Ah, Loot, Loot, Loot. Hallo. Dann wir doch erstmal hier hoch. Viel angenehmer. Nur Angst vor diesen Piepsen, ja. Ach, guck mal, da kommen sie schon in die Ecke. Alter! Okay, dass ich dir in die Kehle gestochen habe, ist das übel. Ihr seid voll crazy krank. Ah, ich hab das Piepsen gefunden. Aber hier, ja. Ah, Munition für Betsy. Ja. Das ist sehr schön, dass das eine Idee von meiner Frau war. Trotzdem danke. Hm? Hier geht dann nicht so. Ah, okay. Gut, gut. So. Hätte sie noch schön nachladen? Ein schnieke Sniper. Mal wieder. Voll aufgetankt. Okay, es liegt nichts unten, was ich vergessen habe. Ah, okay, mit dem Knopf mache ich das Ding auch. So das Gefühl, wenn ich das mache, passiert wieder irgendwas. Also, dass die Tür aufgeht. Aber hier liegt nichts. Gut, dann drücke ich mal den. Aber der ist rot, der Knopf. Rote Knöpfe soll ich doch erst gar nicht drücken. Der hat sich von selbst betätigt. Von ganz alleine. Hatte damit nichts zu tun. Das ist einer der neuen Knöpfe, Schatz. Das ist einer der neuen Knöpfe. Die machen das selbstständig. Wenn man zu lange am Überlegen ist, dann drücken die sich selbst. Ja. Wenn wir da jetzt hinschießen, ihren Streifschuss verpassen, dann wacht sie auch auf. Oh, ich muss runterspringen. Das heißt, ab hier fängt wieder so ein Abschnitt an, wo die Kacke am Dampfen ist. Ich hab nichts vergessen, nichts verloren. Nein. Gut. Oh, guck mal, der hat ein Kabel hier so ein Atemstab. Oh.
Heidi-Schwein! Wieso steht denn der Typ schon wieder da hinten auf? Achso, der ist ein Tentakel geworden. Respekt, dass du Betsy so ausgehalten hast. Habe ich nicht gesagt, passiert was? Ah, das ist ein Schweinchen auf, doch, damit habe ich nicht gerechnet. Dann wieder nur Piseten. Aber ich hätte mir doch das DLC holen sollen, dass ich mehr Munition bekomme. Die Tür kriege ich so definitiv nicht auf. Dann muss ich das gar nicht versuchen. Kriege ich nicht auf? Wieder nichts rum, ne? So. Da liegt auch noch Loot. Auch mit meinem Hintern. Hey, ich bin es auch. Noch. Möchte noch das Rote. Hallo? Nicht, dass diese komische Kakerlaken hier auftaucht. Sag mal, bist du verwandt mit Maya? Bitte lass dir nichts aus dem Kopf wachsen. Ach, Mann. Oh, verkehrte Kiste. Oh, Scheiße. Was denn das gerade? Eben gerade so ein kurzes Schwarzbild. Seht das auch? Der Strahl geht hoch. Wir wissen, er ist tot. Hip hip hurra. Also das dumpfe Gefühl, ich muss wieder so einen enorm weiten Weg machen, nur um sie zu befreien. Echt nicht? Das war gerade nur bei mir. Hier irgendwas öffnen? So, nein. Oh, 5 Patronen in so einer schönen Kiste. So ein bisschen mehr reinpfeffern können. Nachgucken. Geht nichts herum. Erinnert mich jetzt irgendwie an 37? Was 37? In die Ecke kommen, weißt du, und dann lag hier die Bahre und so. Hab ich mir gerade vor. Ein Wunder, dass die so launisch sind, wenn keiner in der Küche ist. Jo, noch keiner essen? Ist wieder so ein Kristall?
Alter. Da wollte mir einer eine heiße Umarmung verpassen. Brennbarsch. Danke. Ist ein Händler. Hallo, Fremder. Hallo, Arschloch. Ey, ich hab einen Hühnerei, wie geil. Dass wenn du hier bist, ist nebenan wieder Kacke am Dampfen. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ich würde gerne erstmal was reparieren. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Boah. Jetzt können wir mal davon reden beim Tauschen. Haben wir da viel, hast du da vielleicht noch irgendwie so einen Stein für mich dazu bekommen? Nö, war ja wieder klar. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ich, Alter, dieser Quader kostet wie 4000? Ich was kaufe für fast alles. Lippenrouge? Ernsthaft? 24.000? Ey. Noch. Und ansonsten haben wir glaube ich nichts. Ja, ist wieder einer. Forellenbarsch. Ich glaube 100.000. Bin ich gut. Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Aber jetzt habe ich doch 100.000 zusammen. Kann ich doch irgendwas tun? Hier, diese Sonderfertigkeit. Du hast ein Ticket, stimmt's? Sehr schön. Ich weiß, such aber es ist jetzt Waffe über 100.000. Also kann ich schon darüber nachdenken, das zu machen? Eigentlich müsste es ja dann Betsy sein. Komm, kriegt Betsy 1,5-fach. War nicht viel, aber... Ja, Spezialticket verwenden. Die soll es sein, Fremder. Führen Sie bei einer Waffe ein Spezialticket. Gut, haben wir gemacht. Hä? Er hat keine Kohle abgezogen. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Ich hab nur komm, jeden willkommen. Ich das glaube ich falsch verstanden. Oder weil ich das Ticket habe. Naja, ich habe keins mehr, weil hier gesperrt ist. Schließen Sie alle Modifikationen ab oder benutzen Sie ein Spezialabwehrticket. Ah, okay. Das heißt, wenn ich das ganze Geld dann dafür ausgegeben hätte, dann hätte ich für 100.000 die Spezialupgrade machen können. Dann habe ich so ein Ticket, dann kostet es mich nichts. Ah, so ist es zu verstehen. Gut, habe ich... Messer, nee, Haltbarkeit nochmal ins Messer rein investieren. Und die Angriffskraft des Messers. Die machen wir fertig. Dann, dann kostet es mich nämlich 60.000 das Spezialupgrade. Oder halt, wenn ich das Ticket habe, dann. Aber das Messer ist jetzt soweit erstmal komplett ausgelevelt. Weil das nutzen wir ja doch sehr häufig. Bedürfnissen anzupassen. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Hier ist mir ja sowas von auf die Eier. Offen haben wir ja nichts. Das ach so, das ist Killer 7. Ja, danke. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Wäre das dann aber alles? Aber brauchen wir jetzt nicht. Oh, Junge, halt doch einfach mal die Klappe. Also die haben manche diese Charaktere echt, die labern zu viel. So blau, blau, blau blüht der Enzian. Wer jetzt einen Ohrwurm hat, bitteschön. Grüße dich, Dioskuchen. Wie geht's dir? Schön, dass du eingeschaltet hast. Du hast einen Ohrwurm vom anderen Lied? Welches? Nein, nicht? Okay. Ich kann euch aber gerne einen verpassen, wenn ihr haben wollt.
So, dann gehen wir mal da durch. Aber jetzt wird ja doch wieder was passieren. Ich muss nach da oben gehen, weil dadurch komme ich noch nicht, ne? Weil bin ich auf der anderen Seite ja sowieso nicht gekommen. Der Schlüssel. Was war denn dahinter? Oder? Hier schon wieder so düster. Weil nicht mal ein vernünftiges Horrorspiel entwickeln, was nicht immer so düster ist? Da stecken sich die Leute nicht mehr. Hier raus? Jetzt hier statt. Komm, in die Gefrierstation können wir mit rechnen, dass das Alien wieder auftaucht. Oder die Kakerlake? Nee. Kommen wir erst gar nicht rein, weil die Tür zu ist. Nicht? Bitte nicht? Warum nicht? Was war das denn? Hätte ich mir Speck weg? Bisschen daher. Muss das Vieh so oder so töten. Ist doch hier lang. Ich wollte gerade das Labornotiz sagen. Labornotiz. Herrn Dr. Ernesto Monos Reis, Facharzt für Pathologie. Der Abteilungsleiter hat dem Antrag auf Erneuerung Ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte geben Sie mir Ihre Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. So führen Sie die Karte ein. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Gut. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte erholen Sie vor Benutzung der Geräte stets die Erlaubnis des zuständigen Aufsehers ein. Ja, klar. Schlüsselkarte. Wo war dieses dicke Ding? Wie voll lang. Hast du denn nicht den Hebel hier? Jetzt die andere Seite den Strom gekriegt? Ja, ne? Bis jetzt zum. Habe ich jetzt eigentlich das, diese Karte bekommen? Nicht. Ja, nochmal den Hebel. Ah, jetzt. Ah, steht sogar hier unten dran. Freezer und Action. Ich muss doch erstmal so eine Karte haben. So. Dann grüße ich erstmal Fiana und ihr Mann. Ich hoffe, es geht euch gut. Eis, mein Bruder, ist auch da. Ich hoffe, bei dir ist auch alles in Ordnung. So. Ah. Oh, Dings. Was, können wir doch eigentlich auch so hinkommen. Wieso steht eigentlich, wieso gibt es hier eigentlich nicht so, hier sind sie gerade. Auch nur so, weißt du? Jetzt setzen wir doch einfach mal die andere Seite unter Strom, weil wir brauchen ja erstmal die Karte. Und ich. Es gibt da sogar ein Ausrufezeichen, wie auf der Map. Lol. Becky McFettfett ist hier noch nicht.
jetzt vielleicht dort rein. Nee, da waren wir ja noch nicht mehr. Da kommen wir definitiv nicht rein. Spielchen ist das. Habe ich da irgendein? Wir sind nur ein. Unten ist noch einer. Ah. Bin gar nicht registriert. Okay. Auch nicht, auch nicht. Wo kriege ich den doch? Ah. Dankeschön. Gibt immer noch die liebe Grippe. Sieht das böse aus. Weiß nicht, was passiert, wenn ich reingehe, deswegen. Muss ich fotografieren. Dankeschön nochmal, die Skuren. Ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich.